Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. In meinem heutigen Video habe ich wieder ein Motivtorten-Tutorial für euch, nämlich für die Torte, die ich euch ja schon vor einiger Zeit bei Facebook und Instagram auch gezeigt habe. Das war nämlich die Geburtstagstorte für die liebe Sarah. Das ist die Tochter meiner allerbesten Freundin. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Tutorial. Ich habe ein paar Tage zuvor, bevor ich die Torte brauchte, damit gestartet, indem ich die 14 mir gestaltet habe. Wie ihr seht, habe ich die mir diesmal selber ausgemalt und designt. Und das Ganze habe ich jetzt auf ein Papier gemalt, habe das ausgeschnitten. Und dann habe ich mir meinen rosafarbenen Fondant genommen und habe hier etwas CMC hineingeknetet. Ich nehme immer für so eine kleine Menge so eine Prise und das wird jetzt richtig gut untergeknetet. Ich habe diese 14 schon bewusst ein paar Tage, bevor ich die Torte fertiggestellt habe, gemacht, da die 14 ja auch standfest sein musste und richtig aushärten musste. Das Ganze habe ich dann auf etwa 3 bis 4 mm Dicke ausgerollt, habe dann meine Schablonen auf den ausgerollten Fondant bzw. Modelliermasse aufgelegt und habe das Ganze mit meinem Bastelskalpell ausgeschnitten. Mit meinem Tool habe ich das Ganze noch etwas nachgearbeitet, dass ich schöne saubere Kanten bekomme. Und dann habe ich unten zwei Zahnstocher hineingesteckt und habe das Ganze so trocknen lassen. Für die 1, die hatte ja vorne eine große Schnecke, habe ich mir das erstmal rund gerollt und habe hier den Rest mir mit meinem kleinen Ausrollstab auf dieselbe Dicke ausgerollt wie schon zuvor die 4. Und auch hier habe ich dann meine Schablone aufgelegt und habe das Ganze ausgeschnitten. Ich mache das immer ganz gerne hier, wenn ich mit meinem Skalpell arbeite, auf meiner Bastelunterlage. Die ist nämlich dafür gedacht und weil das Skalpell ist nämlich richtig scharf und schneidet euch wirklich alles kaputt, was ihr unten drunter habt. Und dafür gibt es diese Bastelmatten, die sind super natürlich auch für sowas geeignet. Dann habe ich mir hier die 1 zusammengerollt. Ihr habt das jetzt gesehen wie eine Schnecke. Und dann habe ich hier auch Zahnstocher hineingesteckt und habe die zu meiner 4 gelegt und so konnten die zwei Zahlen auch in Ruhe vor sich hin trocknen. An dem Tag, als ich die Torte fertiggestellt habe, habe ich sie als erstes mit weißem Fondant eingedeckt. Das habe ich euch jetzt nicht mehr gezeigt, weil da gibt es ja auch schon ganz viele Videos drüber. Und dann habe ich das Ganze mit rosa und weißen Streifen dekoriert. Hier habe ich mir rosafarbenen Fondant ausgerollt, habe den erstmal an einer Seite richtig schön gerade abgeschnitten. Und habe mir dann 2 cm breite Stücke, ich glaube es waren 2 cm Stücke abgeschnitten. Ich habe hier solch einen Winkel in meiner Küche liegen, den ich auch extra für meine Backutensilien liegen habe. Und der hatte genau die richtige Breite, wie ich das gebraucht habe. Und so habe ich mir entsprechend die Streifen geschnitten. Thank you.
Das Ganze habe ich dann auch noch mit weiß ausgerolltem Fondant gemacht, habe beides auf die Seite gelegt und habe mir ein Stück Butterbrotpapier genommen. Ihr könnt hier Butterbrotpapier nehmen, ihr könnt hier einen Streifen Backpapier nehmen, das ist ganz egal. Ich bestreiche das hier mit etwas Palmin Soft aus dem einfachen Grund, da lege ich jetzt gleich meinen Fondant drauf und durch das Palmin Soft bleibt das einfach dann auch kleben, wenn ich das dann auch gleich hochnehme und an die Torte anklebe. Unten schön bündig anfangen und mit meinem Lineal schiebe ich das immer schön gerade. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass es unten auch schön gerade ist. Den nächsten Streifen anlegen, wieder unten drauf achten, dass es auch schön bündig ist und mit meinem Lineal habe ich das Ganze immer schön gerade und zusammengeschoben. So habe ich mir jetzt ein Stück gearbeitet, ungefähr die Hälfte von meiner Torte habe ich gearbeitet, denn ihr solltet das nicht ganz so lang machen, weil das ist sonst nachher einfach zu schwierig auf die Torte aufzubringen. Lieber 2 oder 3 kleinere Stücke arbeiten. Ich habe das dann noch entsprechend meiner Tortenhöhe oben richtig schön gerade abgeschnitten. Und habe dann diese Fläche komplett mit Zuckerkleber eingestrichen. Wie ihr Zuckerkleber herstellt, das schreibe ich euch übrigens in die Infobox. Und dann habe ich das Ganze hochgenommen und an die Seite meiner zuvor vorbereiteten Torte angelegt. Einmal etwas festdrücken und wenn ihr das überall leicht festgedrückt habt, nicht zu fest drücken, nicht dass ihr euch den Fondant verdrückt und dann könnt ihr das Butterbrotpapier auch vorsichtig abziehen. Ganze jetzt noch ein bisschen klebrig ist durch das Palmin Soft, macht euch da keine Gedanken, das trocknet mit der Zeit auch automatisch ab. Dann habe ich hier ein Schildausstecher. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einer Papierschablone, die ihr vielleicht im Internet findet oder euch auch selber aufgemalt habt, ausstechen. Und dann habe ich mir Buchstaben genommen. Ich habe hier so ganz feine filigrane Buchstaben, die sind ein bisschen schwieriger auszustechen, denn man muss sie erstmal hier trocknen lassen, bevor man sie mit der Modelliernadel ganz vorsichtig entnehmen kann. Ich habe hier natürlich auch Modelliermasse genommen, das heißt Fondant mit etwas CMC, damit das Ganze einfach ein bisschen schneller auch trocknet. So habe ich den Namen mir nach und nach natürlich ausgestochen. Mein Schild habe ich dann mit Goldpuderfarbe dann auch komplett abgepudert, sodass es einfach eine leicht goldene Farbe hat. Habe dann mit einem Tool noch die Schrauben rechts und links anmarkiert. Da habe ich dann später nämlich Zuckerperlchen hineingeklebt, die optisch die Schrauben darstellen sollen von diesem Namensschild. Und dann habe ich die Buchstaben erstmal locker auf das Schild aufgelegt, bevor ich sie jetzt nämlich mit Zuckerkleber festklebe. Und als Hilfe habe ich mir hier auch ein Lineal bzw. meinen Winkel hingelegt, damit der Name auch auf dem Schild richtig schön gerade ist.
Auch diese habe ich, nachdem sie dann auch auf dem Schild festgetrocknet waren, natürlich mit der Goldpuderfarbe auch abgepudert. Als nächstes habe ich meine Torte auf ein Cakeboard gesetzt. Ich verwende hier eine 10 mm Kaperplatte, die ich mir zuvor selbst in der passenden Größe mit einem Cuttermesser zurechtgeschnitten habe. Wo ihr Kaperplatten zu kaufen bekommt, verlinke ich euch auch in die Infobox. Ich habe mein Cakeboard vorher noch nicht dekoriert, weil meistens decke ich es mit Fondant ein, denn hier werden diesmal Zuckerperlen draufgeklebt und dazu gehe ich als allererstes hin und pinsel ringsrum meinen Zuckerkleber auf und streue dann meine bunten Zuckerperlchen hier drauf, habe sie dann auch mit den Händen noch etwas festgedrückt. Und habe das so ringsrum um die komplette Torte gearbeitet. Als nächstes kommt eine Bordüre um die Torte drumherum. Dazu habe ich mir einen langen weißen Strang ausgerollt, der mindestens einmal um die Torte drumherum geht. Dann habe ich hier solche schönen Bordürenausstecher. Und damit habe ich mir erstmal einen langen Strang ausgestochen. Vorsichtig abnehmen und genau am Ende wieder ansetzen. Und dann habe ich mir das Ganze in etwa 1 cm Breite mit einem Pizzarädchen auch ausgeschnitten. Um die Bordüre dann aufzunehmen, um sie an die Torte zu kleben, habe ich sie hier aufgerollt, damit ich sie schön ordentlich hochnehmen kann, ohne dass sie mir kaputt geht. Und dann habe ich oben an meiner Torte rundherum Zuckerkleber aufgestrichen. Ihr seht jetzt, das Schild habe ich mittlerweile auch schon mit Zuckerkleber ganz einfach festgeklebt. Und dann habe ich ringsherum meine Bordüre vorsichtig angeklebt. Natürlich habe ich hinten angefangen, damit einfach das Ende, der Schnitt hinten an der Torte ist und man das vorne nicht sieht. Als nächstes habe ich dann die Röschen gemacht, die habe ich in verschiedenen Rosatönen gemacht. Hier nehme ich mir einfach ein paar verschiedene rosafarbene Fondantreste, die ich noch hatte, drücke das in ein wenig CMC hinein und rolle das dann aus. Jetzt wird das Ganze einmal in der Mitte zusammengeklappt und dann wird die Rose wie eine Schnecke aufgerollt. Das Weiße, was ihr jetzt seht, das ist übrigens alles noch Bäckerstärke. Das ist einfach, damit das Ganze jetzt nirgendwo klebt. Das wird zum Schluss alles mit einem Pinsel weggepinselt. Zum Schluss den Überstand einfach mit der Schere abnehmen und die Röschen beiseite stellen. Meine Zahlen, wie gesagt, sie haben ein paar Tage zum Trocknen auf dem Schrank gelegen. Die waren jetzt richtig schön fest und trocken. Dann konnte ich sie auch schön in die Torte hineinstecken. Dann habe ich die Torte mit meinen verschiedenen Röschen dekoriert. Hier habe ich natürlich erstmal die Rosen locker aufgelegt, um zu gucken, wie sie mir gefallen, wie sie passen, und habe sie dann erst mit dem Zuckerkleber festgeklebt. Thank you.
Ein paar Highlights habe ich noch mit Zuckerperlen und mit essbarem Glitzer natürlich dann auch noch gesetzt. Diesen Glitzer, den habe ich ganz vorsichtig auf die Torte aufgepudert. Und zum Schluss hat natürlich die Kante meines Cakeboards auch noch ein Dekobändchen bekommen. Hier habe ich hinten angefangen, habe das Ganze mit einer Stecknadel fixiert, fahre jetzt einmal mit meinem Dekobändchen drumherum. Stecke das hinten mit meiner Stecknadel fest, schneide den Überstand ab und dann war meine Torte auch fertig gewesen.